wenn nur einer hier wäre. Du bist Gott so wahnsinnig wichtig, dass er auch ganz alleine mit dir redet. Er sieht dein Herz, er sieht, wie Stefan schon auch gesungen hat. Er mag uns, er liebt uns, er hat sich hingegeben für uns. Und wir sind ja eigentlich im Alten Testament, und zwar in den Gesetzen. Angefangen mit den 10 Geboten oder den 10 Worten, und dann geht es ein bisschen ins Eingemachte. Also Gott ist da sehr, sehr akribisch. Also er deckt eigentlich alle Möglichkeiten des Lebens, des menschlichen Zusammenlebens auch ab. Aber ich wollte heute einfach mal gucken, so ein bisschen nur, was das Neue Testament zum Gesetz sagt. Das Wort Gottes ist ja ein Ganzes. Von 1. Mose bis Offenbarung. Da widerspricht sich nichts. Wir können auch nicht sagen, naja, das war das Alte Testament, heute gilt für uns nur das Neue. Gott ist der Gleiche. Im Alten Testament war er kein anderer als der, der er heute ist. Und wenn wir uns das angucken, wie viel unterschiedliche Menschen an diesem Wort mitgeschrieben haben, inspiriert durch den Geist Gottes, in unterschiedlichen Situationen, ein Hirte, ein König, ich weiß nicht, so viel unterschiedlich, in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, in unterschiedlichen Kulturen teilweise sogar. Und dennoch ist es ein Ganzes, weil der Autor einer ist. Und das ist Gott selbst. Und deswegen wollte ich einfach mal gucken, wir schlagen mal auf den Galaterbrief, Kapitel 3. Und zwar die Verse 19 bis 25. Da steht in Galater 3, die Verse 19 bis 25. Was soll dann das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünde willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es von Engeln verordnet, durch die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler eines Einzigen, Gott aber ist einer. Wie? Ist dann das Gesetz gegen Gottes Verheißungen? Das sei ferne. Denn nur, wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde denen, die glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Wir lesen noch 26. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Ich habe eben schon gesagt, Gott hat das Gesetz gegeben im Alten Testament für das Volk Israel und hat alles geordnet. Er hat gesagt, tu das, wenn du es nicht tust, hat das Konsequenzen. Das wissen wir ja auch sowieso vom Gesetz, auch in unserer Gesellschaft, in jedem Staat dieser Welt. Ob wir es gut finden oder nicht, gibt es ein Gesetz. Manchmal geht es von Einzelnen aus, das ist meistens nicht so toll. Die nennt man dann Diktaturen, geht immer schief irgendwie. Aber wir haben eben halt eine Demokratie und viele Leute setzen sich zusammen, beschließen Gesetze, an die wir uns zu halten haben. Und ich glaube, jeder von uns, vielleicht nicht alle, es gibt ja auch Brave unter uns, die das Gesetz noch nicht übertreten haben,
Also ich bin letztens blödsinnigerweise, ich fahre seit 40 Jahren Auto und habe mich von einem jungen Typen im Auto provozieren lassen. Der ist morgens ein bisschen, ja, ich wollte ihn überholen und er hat mich nicht gelassen. Und dann habe ich mit meinem alten Dacia ein bisschen Gas gegeben, das war schon schwer genug. Und dann kam auf einmal das rote Blitzlicht. Also bin geblitzt worden. Ja, selber schuld. Da kann ich keinem anderen, da kann ich auch nicht dem jungen Typen die Schuld geben. Der hat das nämlich, glaube ich, gesehen, der hat nämlich rechtzeitig abgebremst. Mich hat es erwischt, aber ich muss da durch. Das ist einfach so und Gesetze sind gut für uns. Denn das kann ja auch passieren, wenn ich, das wissen wir alle, wenn ich zu schnell durch eine Fußgängerzone fahre, kann ich auch ein Kind überfahren. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind nicht sinnlos. Manche Gesetze könnte man drüber streiten, aber ist egal. Wir haben uns an Gesetze zu halten und das war damals auch so. Und Gott hat gesagt, wenn du das nicht tust, da gab es teilweise drastische Strafen. Bis Steinigung, bei Mord, bei Ehebruch und so weiter. Das war ganz klar geregelt. Wenn wir mal drüber nachdenken, wenn wir uns allein nur diese 10 Gebote oder diese 10 Worte angucken, ist einer von uns hier, der die alle gehalten hat? Gibt es einen Menschen auf dieser Welt, der sie alle gehalten hat? Jesus, klar, aber von uns, die Menschheit an sich, unmöglich. Das können wir nicht. Und auch das, was Gott dann schreibt in den Gesetzen, das ist teilweise, das können wir nicht, weil der Maßstab ist so hoch, weil wir es nicht mit einem Verfassungsrichter hier in Deutschland zu tun haben oder mit irgendjemand anders, sondern mit dem heiligen Gott. Der sagt das hier, tu das. Aber warum tut Gott das, wenn er sowieso weiß, das kriegen die nicht hin? Ich meine, wenn wir mal ganz nüchtern sind und wir könnten das einhalten oder wir würden es zumindest versuchen, das machen wir ja teilweise auch, diese Gesetze zu halten, dann würde es auch in unserer Gesellschaft anders aussehen. Dann hätten wir einen anderen Umgang miteinander. Aber wir kriegen es nicht hin. Das Volk damals hat es nicht hingekriegt und wir kriegen es genauso wenig hin. Das ist sehr interessant, wenn es um das Thema Gesetz geht. Im Neuen Testament solltet ihr unbedingt mal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, solltet ihr unbedingt Römer 7 lesen, wo Paulus sehr ausführlich darüber schreibt, über das Gesetz, über Gnade und es kommt noch ein ganz entscheidender Punkt dazu. Warum? Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber ich stelle trotzdem die Frage, warum können wir das, was Gott hier in den Geboten, in den Gesetzen geschrieben hat, warum können wir das nicht einhalten? Weiß das jemand? Ganz klar. Durch die Sünde in uns. Die Macht der Sünde in uns. In uns Menschen. Wir alle, jeder, der geboren wird, wird mit diesem, sage ich einfach mal ganz platt, mit diesem Gen der Sünde geboren. Das geht gar nicht anders. Du hast es geerbt. Deine Eltern haben dieses Gen, deine Großeltern, Adam hat es, wir alle haben es. Oder wir hatten es. Und das ist die Macht der Sünde, die ist so stark. Paulus sagt, ich will das Gute tun, aber kann es nicht.
Ich habe ja von Gott ein Gewissen eingepflanzt gekriegt, das mir sagt, wenn ich irgendwie, wie ich, als ich geblitzt wurde, oh Scheiße, das hätte ich nicht tun, ich hätte nicht so schnell fahren dürfen. Da schlägt das Gewissen an. Nicht nur, weil ich dann Strafe zahlen muss, aber ich hätte es nicht tun sollen. Ich kann damit auch jemanden in Gefahr bringen. Das Gewissen in uns schlägt an. Dann kommt Gott in seinem Wort, sagt dann noch, tu dies nicht, tu das stattdessen. Und ich stehe davor und denke, kann ich nicht. Und es ist ja auch so, wir sind ja nicht alle so, es gibt Menschen, die sind wirklich so böse, dass sie sich, also dass sie auch ganz bewusst böse Dinge tun und zerstören. Aber eigentlich sind wir ja so, dass wir schon auch das Gute wollen. Und dass wir auch vom Guten, wenn wir Gutes in Menschen sehen, das freut uns. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht wollen. Und wir wollen selber ja auch Gutes tun. Aber manchmal sind wir als Menschen so verdreht, dass wir, selbst wenn wir Gutes tun, selbst da können wir sündigen, weil wir es mit einer völlig falschen Motivation tun. Es gibt, sage ich mal, Menschen, nicht gute Menschen in dieser Welt. Das ist von Gott her falsch. Aber es gibt Menschen, die Gutes getan haben. Mir fiel da so ein Beispiel ein. Ich habe letztens, die Älteren von uns werden sich mit Sicherheit noch daran erinnern. Ich habe so einen Bericht gesehen. Da gab es damals eine Flugzeugentführung in Mogadischu. Das ist schon ganz, ganz lange her. Da waren einige von euch noch nicht geboren. Und das war eine ganz, ganz schlimme Sache. Also da war es damals so, da gab es in Deutschland die Rote Armee-Fraktion, eine Terroristengruppe, die ganz gezielt Politiker entführt haben, ausgeschaltet haben. Die wollten das System bekämpfen. Und diese Flugzeugentführer wollten einige von denen, die sind dann tatsächlich auch verhaftet worden, sind ins Gefängnis gekommen. Und die Flugzeugentführer wollten diese Leute freipressen. Mit einer Geiselnahme. Und dann sind die hin und her geflogen, das war eine ganz wilde Geschichte irgendwie. Und dann sind sie in Mogadischu gelandet. Und der Flugkapitän durfte raus aus dem Flugzeug und das Flugzeug überprüfen, das muss ja mal zwischendurch gemacht werden. Hat sich dann, wie auch immer er es geschafft hat, hat sich weggeschlichen zum Tower. Und das war so in dem Land, dass der Staatspräsident gesagt hat, wir verhandeln nicht mit Entführern, das machen wir nicht. Und dann hat der Entführer gesagt, na gut, dann erschieße ich alle 10 Minuten eine Geisel. Der hat dann auch tatsächlich eine Stewardess nach vorne geholt, hat ihr die Pistole an den Kopf gehalten, hat gesagt, wir wollen Sprit haben, nein, machen wir nicht. Okay, dann zähle ich jetzt bis von 10 runter, wenn da nichts passiert, erschieße ich die Frau. Und der hat runtergegangen und bei 1 haben die dann überfunden, ja, wir machen das. Wir tanken das Ding auf. Und dann, wie gesagt, der Flugkapitän hat sich rausgeschlichen zum Tower und hat gesagt, die meinen das ernst. Wenn sie die Geiseln hier nicht freilassen, ne, wenn sie die Gefangenen nicht freilassen, damit die Geiseln freikommen, dann die bringen uns um. Und da haben die im Tower gesagt, uns sind die Hände gebunden, wir können nicht. Der Staatspräsident hat das so entschieden, wir können nicht. Und der Flugkapitän das immer wieder versucht und dann gesagt, nein. Er sagt, gut, ich kann ja meine mir anvertrauten Fluggäste nicht alleine lassen, ich gehe zurück. Ich gehe zurück, aber ich weiß, dass sie mich erschießen werden. Aber ich lasse meine Fluggäste nicht alleine. Er ist zurückgegangen und der Terrorist hat ihn, das ist so satanisch, hat ihn in dem, wo die ganzen Fluggäste saßen, hat ihn niederknien lassen und hat gesagt, wenn einer von den Fluggästen jetzt wegguckt, wird sofort erschossen. Und hat dem Mann in den Kopf geschossen. Der hat sein Leben mehr oder weniger für seine Fluggäste hingegeben. Er ist der Einzige, der erschossen wurde, weil das hinterher gab es ja eine ganz wilde Befreiungsaktion da von dieser Spezialeinheit. Also das war auch schon eine ziemlich heftige Sache. Und die Terroristen sind alle, den Führer sind alle erschossen worden. Aber er hat sich hingegeben. Und das ist, aber können wir da deshalb sagen, dass dieser Mensch
gut ist. Er ist mutig gewesen. Klar, ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage wäre. Ich glaube nicht. Aber von Gottes Seite her ist auch dieser Mensch nicht gut, weil er genauso die Macht der Sünde in sich hat, wie jeder von uns. Also wozu, warum macht Gott das? Warum legt er so einen hohen Standard an? Er weiß es doch, dass wir es nicht können. Aber wir lesen jetzt mal ganz kurz mal gucken, ob ich die Stelle finde, in Römer. Das ist sehr, sehr interessant, diese ganze Auseinandersetzung, die Paulus da mit sich selbst hat, mit seinem eigenen inneren Menschen. Er sagt in Kapitel 7, also das nochmal, was ich vorhin sagte, muss ich auch nochmal lesen, in Kapitel 7, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Die Sünde, die Macht der Sünde in uns. Ich weiß nicht, ob du schon mal an den Punkt gekommen bist, der hier steht in Kapitel 7, Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Hast du dich schon mal so gefühlt? Vor deiner Bekehrung, vielleicht auch noch nach deiner Bekehrung. Ich elender Mensch. Ich habe das schon erlebt. Man kann wirklich, wenn der Geist Gottes einem Licht schenkt über sein Leben, oder vor meiner Bekehrung hatte ich das, kurz davor, da hat es mich total vor mich selbst geekelt. Weil das furchtbar war. Dinge, die ich getan habe, die ich gedacht habe, wie viele Menschen ich da Leid mit angetan habe, das war wirklich zum Kotzen. Ne? Und dann liest du das hier und denkst, ja, ich bin so, aber ich versuche jetzt einfach mal gut zu sein. Ich tue gute Dinge. Und du merkst plötzlich, das funktioniert gar nicht. Ich krieg's nicht hin. Da ist etwas in mir, was mich zu was ganz anderem treibt. Wie Paulus hier sagt, ich will das Gute, aber das geht gar nicht. Ich krieg's nicht hin. Da kommt Böses bei raus. Und wenn wir uns die Welt angucken, die Welt ist doch seit 2000 Jahren oder seit 4000 Jahren ist doch nicht besser geworden, oder? Wozu Menschen heute in der Lage sind? Das waren sie damals auch, aber sie sind heute. Die Macht der Sünde in uns ist eine schreckliche Realität für uns als Menschheit. Und wenn du das nicht glaubst, oder du meinst, naja, so schlecht bin ich ja eigentlich gar nicht. Ich bin jedenfalls nicht so schlecht wie Axel. Bin vielleicht nicht so gut wie Muli, aber ich bin auf jeden Fall nicht so schlecht wie Axel. Quatsch. Wo du dich selbst, wo du das, was in dir ist, wo du das am besten sehen kannst, ist am Kreuz. Wenn du guckst, dass Gott selbst dort am Kreuz für deine Sünde gelitten hat, der war völlig entstellt, verachtet, angespuckt, blutend, völlig geschwollen von den Schlägen. Er war der Allerverachtetste, steht im Jesaja. So sieht Gott meine Sünde. Und eigentlich
habe ich das da verdient, was da passiert ist? Gott selbst, der Vater, du bist ihm so viel wert, dass er das Liebste, das Teuerste, was er hatte, gegeben hat, damit du von dieser entsetzlichen Macht befreit werden kannst. Ich weiß nicht, wie, das ist eine Spekulation, ich weiß nicht, wie der Vater sich gefühlt hat. Wir lesen von Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber dem Vater ging es mit Sicherheit nicht anders. Weil wir sehen hier zwischen dem Vater und dem Sohn die allertiefste Liebesbeziehung, die es überhaupt gibt. Und Jesus hat es vielleicht ein bisschen heftig, das jetzt zu sagen. Der hat alles ertragen am Kreuz. Aber dann kam die dunkelste Stunde, als der Vater ihn verlassen hat, weil alle Sünde auf ihn geworfen war. Wie sehr muss das den Vater und den Sohn geschmerzt haben. Und warum? Warum hat er das getan? Für dich und für mich. So sehr liebt er uns. Und wenn es einen Menschen auf dieser Welt geben würde, der diese Chance nicht hätte, erlöst werden zu können, würde Jesus nochmal kommen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Kann Gott noch mehr tun? Kann er uns noch mehr seine Liebe beweisen als dadurch? Was kann er sonst noch tun? Ne? Und wie gesagt, Paulus ringt hier mit dem Gesetz. Er sagt in Kapitel 7, Vers 7, was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Aha. Ich erkenne die Sünde dadurch, dass mir Gott sagt, tu das nicht, tu das, das ist gut. Und ich merke plötzlich, ja, ich sehe es auch als gut an, aber ich kann es nicht tun. Krieg's nicht hin. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber, nee, wo waren wir jetzt gerade? Helft mir mal, welchen Vers war das jetzt? Welchen? 7, okay. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Das ist doch eigentlich, das Gebot ist doch dazu da, dass du das tust und lebst. Dass du Leben hast. Wenn du das Gebot übertrittst, wenn du jemanden umbringst, stirbst du. Wenn du es nicht tust, bleibst du am Leben. Wie ist denn das jetzt mit dem Gesetz? Warum hat Gott da irgendwie ein Experiment gemacht? Hat er gesagt, so, jetzt gebe ich denen mal das Gesetz und die sollen sich dran halten und wenn sie es schaffen, dann gebe ich ihnen das Leben. Die Guten bleiben dann über, das ist ja klar. Die Bösen sind dann, das ist ja ganz einfach eigentlich. Dann brauche ich ja gar nicht aussortieren, ich sehe ja, wer gut ist und wer böse ist. Nee. Das Gesetz ist schlichtweg einfach nur dazu da, um uns zu zeigen, dass wir nicht gut sind. Dass wir einen Erlöser brauchen. Denn wir müssen jemanden haben, der diese Macht in uns zerbricht. Das können wir selber nicht. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ab sofort sündige ich nicht mehr. Das kann ich zwar sagen, das ist ein guter Plan, guter Ansatz, aber das wird nicht lange halten. Diese Macht in mir muss zerbrochen werden. Da muss jemand kommen, der mich erlöst. Und das haben wir, glaube ich, die hier sitzen, alle erlebt.
Aber in der Tiefe habe ich es erst da verstanden, als ich gesehen habe, woraus Gott mich erlöst hat. Früher habe ich immer noch gedacht, eigentlich bin ich doch ein ganz, wie ich eben schon sagte, eigentlich doch ein ganz netter Kerl. Ich bin jedenfalls nicht so schlecht wie der und der und der und der oder so. Gott musste mir erst zeigen, wer ich eigentlich bin ohne ihn. Und dann verstehe ich seine Liebe und seine Hingabe und das, was er für mich getan hat. All den Egoismus, all die Verdrehungen, all den Stolz, all dieses ganze Zeugs, die Werke des Fleisches stehen ja auch in Galater. Neid, all das, was uns als Menschen kaputt macht, zerfrisst. Das ist in jedem von uns. Glaub nicht, wenn du die Dinge noch nicht getan hast oder auch früher vielleicht nicht, dass du dazu nicht in der Lage wärst. Gott hat dich bewahrt davor. Aber wir sind als Menschen zu allem in der Lage, wenn wir nicht die Hilfe Gottes erleben in unserem Leben. Und wie gesagt, Paulus ringt hier sehr, sehr stark. Er sagt in Vers 12 von Kapitel 7, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Klar ist das Gesetz heilig. Warum? Weil es von einem heiligen Gott kommt. Es geht gar nicht anders. Es ist gerecht, klar. Gott sagt uns, tu das. Du hast die Entscheidung, es zu tun oder nicht zu tun. Wenn du es nicht tust, kriegst du die gerechte Strafe. Gerecht und gut. Die Gesetze, wenn du dir die durchliest, die sind gut. Vielleicht verstehen wir nicht alles. Manches ist echt ein bisschen kompliziert. Aber sie sind gut. Schlichtweg einfach, weil Gott gut ist. Dann sagt er in Vers 13, ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht. Und das ist heftig. Gott hat das Gute gegeben, das gute Gesetz. Die Sünde bewirkt in mir, dass ich es nicht halte. Und was ist das Endresultat? Der Tod. Und letztendlich waren wir alle tot in unseren Sünden. Du lebst zwar, du bist hier, du hast ein physisches Leben, deine Seele in dir, aber die Beziehung zu Gott, das geistliche Leben, ist tot gewesen, weil wir von Gott getrennt sind. Oder sind als Menschheit. Wir sind tief gefallen als Menschheit. Und umso weiter wir uns von Gott entfernen, umso schlimmer wird's. Und umso näher wir an Gott rankommen, umso besser wird es. Umso mehr Liebe herrscht. Die Früchte des Geistes sind ganz anders als das, was aus der Sünde und aus dem Fleisch kommt. Das Fleisch ist immer so ein Begriff, den Luther verwendet. Fleisch ist der alte Mensch in uns. Und der ist von der Sünde so entstellt, dass wir sind einfach schlichtweg von Gott getrennt. Und dann sagt er in Vers 15, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Und so weiter. Also dieses Ringen bei Paulus ich will doch das Gute, aber ich kann es nicht. Und der Höhepunkt dann, wo das Ganze noch dann wirklich so auf die Spitze kommt, ist dann, er ruft dann aus, wie wir schon gelesen haben, in Vers 24.
Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Ich brauche jemanden, der mich erlöst. Jemanden, der stärker ist als die Macht der Sünde in mir. Nicht irgendjemand, ich brauche nicht irgendjemanden, der mir sagt, naja, das wird schon, mach mal ein Seminar bei mir, wie man gut wird. Nee, ich brauche jemanden, der diese Macht in mir zerbricht. Und den haben wir, Gott sei Dank. Da ist jetzt eine andere Macht in uns. Da ist Gott selbst, das muss man sich mal vorstellen. Gott hat uns nicht nur erlöst, er hat uns nicht nur unsere Schuld vergeben, er hat nicht nur unser Leben neu gemacht, sondern er lebt in uns. Gott selbst durch den Heiligen Geist lebt in dir. Kann er dir noch näher kommen? Dich noch mehr lieben, als in dir zu leben und dir zu sagen, ey, ich will dir nahe sein, weil ich dich liebe. Ich gehe mit dir. Ich mache dein Leben reich. Ich will, dass dein Leben gelingt. Das, was in der Vergangenheit war, all das, was Zerstörung angerichtet hat, ich habe es alles weggenommen. Ich habe dir vergeben. Ich denke nicht mehr dran. Du brauchst auch nicht mehr dran zu denken. Es ist alles weg. Ich habe ein neues Leben für dich. Ich bin in dir und ich werde dir die Kraft geben zu überwinden. Natürlich ist es manchmal so, dass wir dennoch, das wissen wir alle, wir leben in einer Welt, die ja nicht frei ist von Sünde. Das ganze System dieser Welt ist auf Sünde aufgebaut. Wir haben Widersacher, den Fürsten dieser Welt, der das Ganze anheizt. Natürlich, die Sünde ist da, die Gegenwart der Sünde ist da. Und manchmal ist es so, dass wir uns leider für das Falsche entscheiden. Aber früher war es anders, du musstest, du konntest gar nicht anders. Heute hast du die Entscheidung, es nicht zu tun. Und wenn du es tust, sagt Jesus zu dir, ey, ich bin betrübt darüber, aber komm zu mir, bitte um Vergebung, lass dich reinigen und es geht weiter. Wir haben ein wunderschönes Kapitel im Johannesevangelium. Und zwar, da hat Muli auch ein Lied drüber gemacht, und zwar geht es um den Weinstock. Der steht in Johannes 15, genau, ja. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Da ist diese Rebe, die ist am Weinstock. Und diese Frucht des Weinstocks hängt jetzt nicht da und sagt so, jetzt muss ich mich so anstrengen, dass ich möglichst Frucht bringe. Ich muss sehen, dass ich Frucht bringe. Das ist es nicht so. Die hängt da am Weinstock und wird versorgt vom Weinstock. Dann kommt der Weingärtner, beschneidet, was ganz wichtig ist, reinigt uns. Da sind ja noch Dinge in unserem Leben, die wir sind ja nicht sofort, wenn wir uns bekehren, perfekt. Ich glaube, das denkt keiner von uns. Also, dass ab sofort das alles super läuft. Wir sind immer noch in einem Kampf. Der Kampf zwischen dem, was Gott in uns gezeugt hat, den neuen Menschen, den geistlichen Menschen und das alte Fleisch, bleibt bestehen, leider, bis wir beim Herrn sind, da ist es dann vorbei. Wir müssen uns immer wieder reinigen lassen und Gott ist, so weh uns das vielleicht manchmal auch tut, er muss bestimmte Punkte aus unserem Leben rausschneiden, die eventuell uns zerstören und vielleicht auch Menschen um uns herum belasten können. Und er tut es nicht,
weil er es so gerne tut, weil er uns gerne verletzen will, sondern er tut es, weil er uns liebt und weil er ganz genau weiß, dass diese Dinge, die Beziehung zwischen ihm und zwischen uns und unserem Nächsten belasten. Und deswegen sagt er, ey Junge, gib's ab, gib's mir. Ich heile dich, ich reinige dich. Bleib einfach in mir. Das ist deine Aufgabe. Bleib in mir. Und das, was, um nochmal zurückzukommen, das, was Paulus da sagt, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe oder Leibe des Todes oder wie manche Übersetzungen das übersetzen, das ist die wichtigste Frage, die wir uns als Menschheit stellen sollten. Wer wird mich erlösen? Die wichtigste Frage ist nicht, welche Frau oder welchen Mann ich heirate oder welchen Job ich machen will oder welches Auto oder welches Haus ich mir kaufen will. Das ist nicht die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage ist, wer wird mich erlösen? Wer nimmt mein kaputtes Leben und macht es neu? Das ist die wichtigste Frage. Aber die meisten Menschen stellen sich diese Frage nicht. Und schon gar nicht, oder was heißt blöd, aber ich kann ja nur eigentlich von unserer Gesellschaft reden, also sonst von den Ländern da draußen kriegst du es über die Medien mit und das ist nicht unbedingt immer so, ja, vielleicht nicht unbedingt immer die Wahrheit, aber wir können uns ja unsere Gesellschaft angucken und Menschen leben so oberflächlich teilweise. So und ja, durch Corona, jetzt habe ich mein Leben wieder oder so, weil ich vielleicht mal wieder in die Kneipe gehen kann oder mal ins Kino oder was weiß ich was. Da habe ich mein Leben wieder. Was für ein Quatsch eigentlich, ne? Das Leben ist doch was ganz anderes. Aber ich glaube auch trotzdem, dass Menschen fragend geworden sind in dieser Corona-Zeit. Die gemerkt haben, oh, meine ganze Grundlage, die ich so hatte, die ist ganz schön ins Wanken gekommen. Viele haben ihren Job verloren, wussten nicht, wie sie morgen, ja, wie sie ihre Miete zahlen sollen. Aber Gott hat zugelassen, um uns zu rütteln. Und zu zeigen, es geht nicht immer so weiter. Manchmal glauben wir das einfach, ne? Es geht immer so weiter. Ich habe immer diesen Job und ich weiß nicht, mir wird es immer gut gehen und wir wissen ganz genau, das kann ganz schnell kippen. Von heute auf morgen. Und Gott will uns dadurch zeigen. Manchmal geht es eben nur über Leiden. Dann rüttelt er und schüttelt er an unserem Leben und auch an unserer Gesellschaft, an der Menschheit. Er rüttelt und schüttelt. Und wenn es dann wieder ruhiger wird, dann gehen die Menschen zur Normalität über. Die meisten jedenfalls. Und Gott redet zu uns. Ich glaube, er redet zu jedem Menschen. Sonst wäre er unfair, wenn er nur zu uns reden würde. Er ringt um jeden Menschen. Und manchmal kann man das so gut sehen, wie er dran ist an Menschen. So ganz knapp. Ich sehe das immer an meiner Schwiegermutter, die ist schon fast 80. Und ist so, ja, meint immer noch ihr Leben im Griff zu haben. Und ihr geht es ja auch gut. Sie ist zwar schon fast 80, aber ist noch fit und hat keine finanziellen Sorgen und so weiter. Da geht's gut, aber Gott spricht immer auch mal wieder rein in ihr Leben. Sie hat ihre Fragen manchmal, aber dann ist es so, dass sie wieder, ja, dann ist sie wieder in einem alten Trott drin. Und da sieht man so, wie Gott um ihr Herz, um ihr Leben ringt. Und ich hoffe sehr und ich bete dafür, dass sie diesen Schritt macht zu Jesus hin. Sie ist 78 jetzt geworden, das kann ganz schnell vorbei sein, ne? Gott ist dran an uns, ne? Und das ist eben halt die wichtigste Frage, die wir uns stellen sollten. Wer erlöst mich, ne? Und Entschuldigung, bin ein bisschen abgeschweift, aber jetzt kommen wir nochmal zum Weinstock. Ich lese jetzt einfach mal die Verse von 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch.
Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Das sind harte Worte. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Dieses, wenn ihr nicht in mir bleibt, ihr braucht euch keine Sorgen und keine Angst zu haben. Wenn ihr Kinder Gottes seid, wenn ihr wiedergeboren seid, bin ich fest von überzeugt, dann seid ihr's. Wenn Jesus euch als seine Kinder angenommen hat, dann seid ihr's. Dieses nicht in mir bleiben, das meine ich, ihr könnt mich da korrigieren, aber ich glaube, es gibt Menschen, die irgendwie, wie auch immer, also ich habe ja eine lange Geschichte auch in der Gemeinde, ich bin seit 1983 hier und es sind viele Leute gekommen und auch einige wieder gegangen. Die sind eine Zeit lang mitgegangen, waren dabei, haben mit angebetet, haben vielleicht sogar Dienste gehabt in der Gemeinde und waren weg. Es ist nicht so, gab natürlich auch Geschwister, die in andere Gemeinden gegangen sind und so, das ist nicht das Ding. Aber du triffst manchmal triffst du Menschen irgendwann wieder und sagst, ey, was ist mit dir, ne? Hast du jetzt eine andere Gemeinde? Nö, ach, ich lebe jetzt mein Leben weiter, das ist mit Gemeinde und Gott und so, das ist mir ein bisschen zu, weiß nicht, da komme ich nicht so richtig mit klar. Das sind Menschen, die keine wirkliche Wiedergeburt erlebt haben. Denn ich bin nicht fest von überzeugt, wenn du eine Wiedergeburt erlebt hast, wirst du nicht sagen, ne, mit Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Vielleicht läufst du eine Zeit lang in die falsche Richtung, läufst in die Irre, aber du wirst zu Gott zurückkommen, weil Gott das nicht zulässt, dass du von ihm wegrennst, weil er dich viel zu sehr liebt. Und auch wenn du im Dreck landest, wenn du Scheiße baust, Gott geht dir hinterher und hebt dich auf und reinigt dich, weil er dich liebt, weil er treu ist, weil er sich für dich entschieden hat. Also macht euch keine Sorgen. Wenn ihr wiedergeboren seid, dann seid ihr es, dann seid ihr Kinder Gottes. Gott ist der, der uns festhält. Gott ist der, der uns in unserem Leben durchträgt. Das können wir selber nicht machen. Aber du weißt, oder ich weiß es auch, da gab es schon Phasen, wo ich gesagt habe, ach, irgendwie, nee, ist mir alles zu anstrengend und ich will mal jetzt mal ein bisschen, weiß ich nicht, entspannen und meinen eigenen Weg gehen. Und ich einfach gemerkt habe, wie hohl das ist, ohne Gott zu leben. Wie leer das ist, wie das ist unsinnig. Das bringt nichts. Du hast zwar vielleicht an bestimmten Dingen erstmal eine Weile deinen Spaß, aber ganz ehrlich, das wird doch alles langweilig. Ob du jetzt den neuesten, weiß ich nicht, Mercedes hast oder was weiß ich, oder den neuesten Computer oder so, das wird doch alles, das verliert doch seinen Reiz irgendwie. Das bleibt doch nicht. Das, was bleibt, das, was uns zutiefst Freude und Erfüllung gibt, ist die Beziehung zu Jesus und nichts anderes. Keiner ist uns so nah wie er. Nicht dein Ehepartner, nicht dein Vater, nicht deine Mutter, nicht deine Schwester, wer auch immer, sondern Jesus. Jesus ist dir so nah wie sonst niemand. Und er lebt in dir. Er ist nicht nur um dich rum, sondern er lebt durch den Heiligen Geist in dir. Das ist unvorstellbar. Ich bin so lange bekehrt, aber mir sprengt das Hirn, ne, wenn ich darüber nachdenke. Mehr und mehr, wenn ich das überlege, dass Gott in mir lebt. Ja, okay. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Da ist Gott aber eigentlich, oder Jesus, ganz schön mutig, ne, wenn er sowas sagt. Ihr könnt bitten, was ihr wollt, es wird euch widerfahren. Das ist das, was so heute so Bewegungen, auch christliche Bewegungen, so sagen. Du musst das beanspruchen. Gott sagt das hier. Du hast ein Recht drauf. Du kannst
reich werden. Gott will das. Beanspruche das für dich. Nee, das ist hier nicht gemeint. Wenn du mit Gott lebst, wenn du eine Beziehung zu ihm hast, dann bist du mit seinem Willen im Einklang. Und dann wirst du Dinge bitten von ihm, die seinem Willen entsprechen, und er wird es tun. Wenn du um irgendeinen Blödsinn bittest, wird er es nicht tun. Aber wenn du so mit ihm lebst, dass du sagst, jawohl, dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Du hast sowieso das Beste für mich. Du weißt, was das Beste für mein Leben ist. Das will ich tun. Manchmal fällt uns das, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal fällt mir das schwer zu sagen, egal, dein Wille soll geschehen, weil man ist ja auch Mensch und irgendwie hat man manchmal ein bisschen Angst, ja, was ist denn jetzt der Wille Gottes? Ist es irgendwas, was mir Probleme bereitet, was für mich persönlich schwer wird? Ja, gegen meinen alten Menschen, gegen mein Fleisch ist es manchmal so, dass ich zu irgendwas keinen Bock habe und Gott mir sagt, nee, mach das. Geh jetzt mal vom Fernseher weg, schmeiß die Tüte Chips in die Ecke und geh mal zu deinem Nachbarn, dem geht's gerade dreckig. Geh mal hin und kauf für den einen. Boah, nee, ich habe einen Arbeitstag hinter mir, ich habe keinen Bock dazu. Will ich nicht. Doch, mach das mal. Und wenn du es dann machst, auch wenn es dir schwerfällt, ich sage dir, dir geht es hinterher richtig gut. Das ist der Kampf, in dem wir stehen. Manchmal, dass unser alter Mensch, der ist, oder meiner, ich weiß nicht wie euer, aber meiner ist manchmal sehr, sehr bequem. Der sucht immer den einfachsten Weg, den Weg des geringsten Widerstandes, will seine Ruhe haben, will die Füße hochlegen und alles andere ist mir egal. Ich muss mich entspannen. Gott hat nichts dagegen, dass wir uns entspannen. Darum geht es nicht. Aber manchmal möchte Gott was anderes von uns. Denn die Menschen da draußen, die brauchen jemanden, der ihnen sagt, du, wenn du dich auch vielleicht nicht geliebt fühlst, da gibt es jemanden, der dich liebt, dem du wichtig bist. Da gibt es eine Menge Menschen draußen. Klar, viele sind abgebufft, die wollen das nicht, aber es gibt eine Menge Menschen, die sich fragen, wozu bin ich eigentlich da? Wer sieht mich eigentlich? Und dafür sind wir in dieser Welt. Wir sollen Salz und Licht sein. Und du kannst jetzt nicht von dir aus sagen, so, jetzt muss ich mich, ich muss den jetzt segnen, der muss sich jetzt bekehren. Nein, darum geht es nicht. Aber Jesus in dir wirken lassen. Und manchmal musst du gar nichts sagen, sondern einfach leben. Einfach deine Freundlichkeit, ich weiß nicht was. Menschen sehen das in dir. Das man manchmal echt, das würdet ihr manchmal nicht glauben, aber das, die Menschen sehen das, dass Gott in uns lebt. Und das braucht die Gesellschaft da draußen. Keine ständig frommen Sprüche oder so. Das nicht, dass du ständig mit der Bibel rumrennst und jetzt hier zu dem sagst, hier, guck mal hier, was hier steht. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Du hältst doch das Wort nicht, also liebst du ihn nicht. Oder weißt du, das ist blöd. Oder wie früher Leute in der Innenstadt auf irgendwelchen Kisten, Holzkisten standen und Gericht gepredigt haben. Die sind teilweise dann verprügelt worden. Ich meine, das stimmt ja, es kommt ein Gericht auf diese Welt. Aber wenn das alles ist, wenn du nichts anderes zu sagen hast als das, dass du nicht sagen kannst, da gibt es jemanden, der dich so sehr liebt, obwohl du ein Sünder bist und für dich ans Kreuz gegangen ist. Wenn du das nicht sagen kannst, dann nützt auch diese ganze was willst du damit anfangen mit der Gerichtspredigt? Ja, okay, das Gericht kommt auf mich zu, ja, was mache ich jetzt damit? Und kann ich weglaufen oder kann mich umbringen oder was auch immer. Aber das bringt doch nichts. Na, die Menschen da, mir fällt da immer wieder ich habe das schon so ein paar Mal erzählt, aber mich bewegt das so. Ich arbeite ja bei den Johannitern und komme viel in die Krankenhäuser rein. Und da gibt es eine junge Frau, die ist wirklich, versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin ein alter Sack, ne? Aber das ist eine gut aussehende junge Frau. Und die lässt an ihrem Gesicht rumschnippeln, weil sie sich selbst nicht gut aussehen findet.
der muss hier dran geschnitten werden und da. Und dann bin ich einmal morgens gekommen, ich dachte, was ist denn das jetzt? Ne? So das ganze Gesicht aufgeschwollen, weil der irgendwie was falsch gemacht hat, da dieser Schönheitschirurg. Die gibt ihre Ersparnisse dafür aus, dass sie besser aussehen will. Dass da noch, die ist ja nun über 30 und da muss noch eine Falte weg und da muss noch was. Wie furchtbar. Gott hat uns Menschen, wenn ich uns hier angucke, Gott hat uns Menschen so schön erschaffen. In jedem Menschen ist was Schönes, ob er dick ist, ob er dünn ist, ob er Zähne hat oder nicht oder was auch immer. Gott findet jeden Menschen schön, weil in jedem Menschen was von ihm drin ist. So müssen wir die Menschen sehen. Wir gucken immer nach Äußerlichkeiten. Ah, ne, manchmal ist das so auch mit Sympathie verbunden. Oh, der sieht aber komisch aus. Nee, den will ich nicht. Beschäftige dich mit ihm. Sehe das, was in ihm ist. Gott will dir das zeigen. Mensch, jeder Mensch ist so unendlich wertvoll in seinen Augen. Und manchmal sehe ich die Leute im Supermarkt, manchmal etwas dickere Frauen, die dich so den Einkaufswagen voll knallen, wo du ganz genau weißt, ey, da ist ja nichts Gesundes dabei. Die haben nichts anderes. Das ist das, was ihnen eine Erfüllung bringt. Wenn ich eben so aussehe, wie ich aussehe, ist mir egal, dann haue ich mich zu mit irgendwas. Schrecklich. Wir sind die, in denen Gott lebt. Und lasst uns in ihm bleiben. Das lohnt sich so, mit Gott zu gehen. Der ist so groß, der ist so herrlich. Der ist so voller Liebe zu uns, aber auch zu den Menschen da draußen. Das dürfen wir nie vergessen. Und selbst auch den, der vielleicht in deinem Büro dich nervt, dir das Leben schwer macht, auch der wird von Gott geliebt. Und vielleicht kämpfst du nicht gegen denjenigen an, sondern fängst einfach an, für ihn zu beten und ihn zu segnen. So schwer dir das auch fällt. Uns fällt das natürlich nicht leicht. Aber Gott kann es in uns tun. Und ich sage dir, manchmal verändern sich Beziehungen dann. Also, wir haben einen Gott, der alles gegeben hat, damit wir von diesem ganzen Korsett, von diesen ganzen Ketten, viele, also so aus der Vergangenheit, wenn ich so die Zeugnisse von Geschwistern höre, die so tief aus dem Müll kommen, so aus Drogen oder aus, ich weiß nicht was, da kannst du alles einsetzen, wo die herkommen. Und wo die jetzt, wenn du dir jetzt anguckst, was Gott aus Menschen machen kann, Menschen, die völlig zerstört waren, die denen alles egal war, die sich selbst zerstört haben und jeden anderen. Die sind jetzt ein Riesensegen. Kümmern sich um Menschen, die irgendwo am Rand stehen, oder da hat Gott so viel getan. Das möchte er mit jedem von uns. Und er möchte einfach nur, bleib in mir. Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Und du bist mehr als gut. Du bist so voller Liebe. Du hast uns gesehen, viele von uns, in unserem Dreck und Elend und in unserer Gebundenheit, in unserer Gefangenschaft. Und hast uns herausgeliebt, hast uns deine wunderbare Hand hingestreckt und hast gesehen, komm, ich will, dass du lebst. Ich will, dass dein Leben reich wird. Du bist geliebt, du bist gesehen, ich kenne dich. Und danke, dass wir das auch heute feiern können, Herr. Dein Tod und deine Auferstehung am Kreuz. Du hast den größten Sieg vollbracht, den man sich überhaupt vorstellen kann. Du hast den Tod, die Sünde und den Widersacher besiegt am Kreuz. Du bist ein herrlicher Gott und wir wollen es einfach nicht vergessen. Wir wollen, dass das mehr und mehr in uns tief verwurzelt ist, dass du in uns lebst und dass du uns nahe bist, Herr. Wir danken dir dafür. Amen.